Hallo zusammen, mein Name ist Melissa Nemi. Ich studiere die Fächer Französisch und Sozialwissenschaften für das Gymnasium und die Gesamtschule. Und ich habe mein Berufsfeldpraktikum im EDEC gemacht. Das ist das Europäische Informationszentrum in Duisburg. Hallo, mein Name ist Jan Plukeborn. Ich studiere die Fächer Deutsch und Sozialwissenschaften im Lehramt Haupt-, Real- und Gesamtschule und ich habe mein Praktikum im Respektbüro des Jugendamtes Dortmund gemacht. Hallo, ich bin Sirin Ayadi, ich studiere Germanistik und Sozialwissenschaften auf Lehramt für Haupt-, Real- und Gesamtschulen und ich habe mein Praktikum im Verein Transfer für politische Bildung absolviert. Hallo, mein Name ist Jan Zepanski, ich komme aus Bochum. Ich studiere Lehramt an der Uni Duisburg-Essen mit den Fächern Mathe und Sozialwissenschaften für die Lehramtsoption Gymnasium Gesamtschule und habe mein Berufspraktikum an dem aktuellen Forum in Gelsenkirchen gemacht. Hallo, ich bin Linda Wesner. Ich studiere Lehramt und Master für die Schulform Gymnasium und Gesamtschule mit den Fächern Sozialwissenschaften und Spanisch. Und mein Berufsfeldpraktikum habe ich beim Forum Demokratie Düsseldorf absolviert. Ich fand es im Fach so wie interessant, weil es gerade so viele unterschiedliche Bereiche gibt, in denen man das machen kann, weil Sozialwissenschaften ja aus vielen Bereichen, wie zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Soziologie besteht und ich mir auch vorstellen konnte, dass es da wirklich viele Möglichkeiten gibt. Da ich mich in Französisch schon sehr sicher gefühlt habe, wollte ich dann eben Näheres zu Sozialwissenschaften noch erfahren und in diesem Fach unbedingt mein Praktikum machen und weil es eben auch anlässlich der Thematik der Europawahl es sich eben auch angeboten hat, dann da tiefer einzusteigen. Vor allem, weil ich mir in Sovi besser vorstellen konnte, wie das ungefähr aussieht in außerschulischen Einrichtungen, in Jugendbildungsstätten oder in politischen Vereinen oder in institutionellen Einrichtungen oder so. Um ehrlich zu sein, hat Frau Möllers uns da sehr gut vorbereitet. Also sie hat uns erstmal so eine Liste zur Verfügung gestellt, wo damalige Kommilitonen halt deren Praktikum absolviert haben. Und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert, habe da meine Bewerbungen geschickt und habe dann einfach gewisse Bildungsstätten gesucht, die in meiner Nähe waren natürlich, damit ich da halt auch Zugang dazu habe. Ich habe geguckt, welche Praktikumsträger sind innerhalb einer Stunde mit der Bahn wirklich erreichbar. Dementsprechend habe ich auch diese wirklich angeschrieben, habe dann von denen eine Rückmeldung bekommen und habe dann wirklich geguckt, wo kann man am besten mit Jugendlichen arbeiten oder wie viel mit Jugendlichen arbeitet. Und demnach habe ich dann das Respektbüro ausgewählt. Also erstmal hatten wir das Vorbereitungsseminar in der Uni, bei dem uns mal genau erklärt wurde, nach was wir suchen sollten, in welchen Bereichen wir das in der außerschulischen politischen Bildung absolvieren können. Ich habe dann Demokratie und Düsseldorf gegoogelt und konnte mich deswegen dann ein bisschen einlesen bei meiner Praktikumsorganisation und habe mich im Endeffekt dazu entschieden, die mal anzuschreiben, ob das vielleicht möglich ist, dort das Praktikum zu absolvieren. Während der Studienzeit, zu Beginn des Semesters, ist nicht so viel los. Ja, da muss man sich nicht vorbereiten auf irgendwelche Klausuren oder so, da kann man sich mehr auf das Praktikum konzentrieren. Ich habe es tatsächlich in diesem Blog gemacht, ich habe es nicht verteilt und das ist ja dann auch in die Semesterferien gefallen und da hat das sehr gut gepasst. Und ich war eigentlich fast jeden Tag dann vor Ort, manchmal länger, manchmal weniger, aber generell sehr flexibel. Ich durfte mein Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit absolvieren und habe das dann auf 5 Wochen aufgestreckt und war dann jeden Tag so circa 4 bis 5 Stunden da. Und ich wollte das halt in einem kontinuierlichen Stück machen, damit ich da auch immer up to date bin, sage ich mal.
viel mit Schulen zusammengearbeitet. Ich durfte 2 Exkursionen nach Brüssel, einmal zur Europäischen Kommission und einmal zum Europäischen Parlament, begleiten, aber auch komplett vorbereiten, mitgestalten. Und wir haben auch zusammen Schulen besucht. Wir waren an 3 Schulen insgesamt. Des Weiteren war aber natürlich auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Also ich durfte da ein bisschen mithelfen, die Homepage ein bisschen aufzufrischen, zu gestalten. Ansonsten auch die ganzen Verwaltungstätigkeiten, Büroarbeit. Die Vorbereitung und Planung der Seminare. Auf der anderen Seite konnte ich auch dann die Seminare besuchen, mich mit den Dozentinnen und Dozenten unterhalten und habe dann den Einblick bekommen, welche Methoden gibt es, welche Medien werden verwendet. Also ich hatte viel Rechercheaufgaben. Sehr, sehr viele Rechercheaufgaben. Ich durfte mich während des ganzen Praktikums mit einer Forschungslandkarte befassen und musste herausfinden, ob sich da was geändert hat, heißt der Standort, ob die was Neues publiziert haben. Und wenn die was Neues publiziert haben, dann musste ich das halt aufnehmen. Also eine Herausforderung war, dass es ein komplett anderer Bereich war als die Schule und die Uni, die ich ja bisher kennengelernt habe. Also es gibt einen anderen Professionalisierungsgrad, es sind andere Themenfelder und es war erstmal dann eine Herausforderung, sich darauf einzustellen. Natürlich dieses klassische so Vorträge halten vor einer größeren Gruppe von Leuten, dass man versucht irgendwie dieses Interesse hochzuhalten und trotzdem irgendwie voranzukommen mit dem Thema, mit dem Wissen, was man irgendwie vermitteln will. Der Verein ist ja halt da und publiziert nur empirische Arbeiten und man musste sich halt an diesen Standards halten, auch ich. Man musste halt sozusagen so einen Filter anhaben, okay, was ist eine empirische Arbeit, die darf ich nur aufnehmen, darf nur relevante Dinge halt aufnehmen und das war halt schon erstmal eine Herausforderung, diesen Filter erstmal zu haben. Ja, die Highlights waren tatsächlich die beiden Exkursionen nach Brüssel ganztägig. Das war einmal dann mit einer Schulklasse und einmal mit einer Erwachsenengruppe. Also wirklich 2 verschiedene Zielgruppen, dementsprechend dann noch beides mal komplett anders aufgearbeitet und dann anders stattgefunden. Aber das waren so meine Highlights. Durch die Arbeit mit der Forschungslandkarte habe ich auch einen Dozenten passiv kennenlernen dürfen. Und es ist Herr Professor Karim Ferreidoni. Und das ist ein Rassismusforscher. Und da ich ja selber leider Rassismuserfahrungen erlebt habe, fand ich es super spannend, mich mit ihm auch zu befassen. Und fand das dann super interessant, dass ich dann durch meine Aufgaben auch neue Personen halt kennenlernen konnte. Auch wenn es nur passiv ist. Ja, es war immer schön zu sehen, wenn sozusagen Methoden oder Spiele so geklappt haben, dass aus Langeweile irgendwie Interesse sich entwickelt hat und dann eine aufgeweckte Stimmung war und dass dann der ganze Seminarablauf irgendwie schneller und besser vorangekommen ist. Aufgefallen ist natürlich die Flexibilität. Gerade im schulischen Alltag, man hat natürlich die Lehrpläne, man ist sehr eingegrenzt, auch inhaltlich. Das finde ich, das ist schon ein großer Vorteil der außerschulischen Bildung, dass man da eben dann auch an die Bedürfnisse der Interessenten besser ausgerichtet sein kann als in den Schulen. Der Unterschied in meinem Fall stand zum einen im Alter der Teilnehmenden, weil meine Organisation sich auf die Erwachsenenbildung spezialisiert. Und dementsprechend sind auch die Themenfelder und die Umgangsarten anders. Weil diese Leute haben oft schon jahrelange Partizipationserfahrungen und es ist dementsprechend alles viel spezieller. In der Schule macht man eher so Basisarbeit. Da kommen auch ähnliche Methoden zum Tragen. Aber ich finde, beim Workshop geht man immer noch weiter. Man hat die Sachen im Kopf, die man aus der Schule kennt und die kann man dann verknüpfen und kann dann damit weiterarbeiten. Als angehende Lehrkraft bin ich mir jetzt ziemlich bewusst, dass politische Bildung einen hohen Stellenwert hat. Ich weiß jetzt einfach, dass man sich zwar an den Kernlernplan halten sollte, aber trotzdem immer im Hintergrund haben sollte, okay, wie unterrichte ich dann meine Schülerinnen und Schüler oder erziehe meine Schülerinnen und Schüler so dazu, dass sie mündig sind, dass sie kritisch denken und nicht alles so hinnehmen, was so gegeben ist. Ich habe mir nach sehr viel Gedanken gemacht mit den Schülern auf einer Ebene.
zu interagieren. Ja, darüber habe ich mir nie so Gedanken gemacht, obwohl es natürlich selbstverständlich ist, aber da habe ich auch wirklich gemerkt, dass zwischen Lehrer oder Workshop-Leiter und den Teilnehmern wirklich immer auf einer Linie gearbeitet wird. Ja, es mir einfach Spaß gemacht hat und ich sehr interessant fand, auch Möglichkeiten zu erfahren, wie man eben auch außerschulisch mit den Schülern Exkursionen machen kann, wie wichtig das auch für die Schüler ist, gerade im Kontext von Wahlen, dass man den Schülern noch eben nahe bringt, warum wählt man überhaupt, warum ist das wichtig, was hat das mit mir konkret zu tun und genau. Damit habe ich mich auch im Elch zusammen befasst, weil man ja immer denkt, okay, mit dem Lehramtsstudium, da kann man, also mit einem Lehramtsstudium kann man nicht viel machen, aber das stimmt nicht, nämlich da, wo ich mein Praktikum absolviert habe, arbeitet eine, die Lehramt studiert hat und die arbeitet da als wissenschaftliche Referentin und die Geschäftsführerin hat auch Lehramt studiert und es gibt definitiv noch viele Berufsalternativen. Es hat mir schon eine Alternative aufgezeigt, was gut ist und falls es mit dem Studium doch nicht so gut verläuft oder man irgendwie die Lust irgendwann verliert, dann kann das auf jeden Fall eine gute Alternative sein, ohne dass man sich komplett neu orientieren muss. Also es hat mich auf jeden Fall bestärkt. Es hat auch nochmal gezeigt, wie vielseitig der Lehrerberuf ist, dass es eben nicht nur ums Unterrichten jetzt im Klassenverband geht, sondern gerade auch, dass das Fach Sozialwissenschaften durch die politischen Themen auch eine Bandbreite an Möglichkeiten anbietet, auch mit den Schülern zu arbeiten. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, in der Kinder- oder Jugendarbeit zu arbeiten, außerschulisch, aber bin doch sehr zufrieden, Lehrerin zu werden und freue mich darauf und hoffe, dass ich davon auch vieles umsetzen kann, tatsächlich, was ich im Praktikum alles kennengelernt habe. Es war auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, das in Sozialwissenschaften zu machen. Es waren auf jeden Fall hilfreiche Erfahrungen, die man sammeln konnte für den Lehrerberuf. Für mich hat sich aus dem Praktikum vor allem ergeben, dass ich weiterhin als Honorarkraft im aktuellen Forum tätig sein kann und weiterhin Erfahrungen sammeln kann, indem ich Seminare leiten darf. Es hat mir viel gebracht für mich als Person, wenn man später im Unterricht ist. Welche Methoden nimmt man? Wo kann man Methoden finden? Die Flexibilität war natürlich super. Wenn man wirklich die Chance hat, so vielleicht in einem Forschungsgespräch mal zu fragen, wie ist das mit Flexibilität, kann man die Zeit flexibel einteilen, dann ist das schon eine richtig gute Sache. Mein Fazit, das Berufsfeldpraktikum würde lauten, dass es im Bereich der außerschulischen politischen Bildung viele Möglichkeiten und Bereiche gibt, in denen man tätig werden kann, die sich zum Teil ziemlich vom schulischen Alltag unterscheiden, weil es andere Altersgruppen und andere Themen gibt. Aber ich fand es auch gut zu wissen, dass falls ich irgendwann mal merke, dass ich nicht mehr im Lehrerberuf tätig sein möchte, dass es dann noch viele Alternativen, sei es Erwachsenen, Jugendbildung, welche Bereiche der Weiterbildung auch immer, dass es viele Möglichkeiten gibt, in denen ich tätig werden kann. Using Powtoon.